Hi, heute Ring Elite Talk. Heute nochmal ein ganz kleiner Ausflug und zwar nach Riad. Ich hatte ja vor 2 Tagen hatte ich ein Video gemacht über Agit Kavajel und über die ganze Show da. Ja. Und ich hatte ja auch gesagt, ich gebe ihm 40%, aber man soll Agit nicht unterschätzen, weil er kann boxen, sehr strategisch eingestellt und man hatte schon eine Chance gehabt und ich habe mir den Kampf jetzt noch mal zweimal angeschaut und mein Resümee darüber ganz einfach ist: Agit hat genau das gemacht, was ich auch so mit gesagt habe. Guckt euch das Video an. Sehr viel bewegt, total strategisch aufgebaut diesen Kampf und dieses Monster hat er gefällt. Und was absolut geil ist, der hat, was ich selten gesehen habe, Agit ist konstant aus der rechten rausgelaufen. Er ist niemals in die Richtung seiner Rechte reingelaufen. Das war gezielt trainiert. Da kann mir einer sagen, was er will. Nur ein guter Trainer stellt so etwas ein. Das hat der Sükrü, hat er absolut geil gemacht. Die haben das absolut geil gemacht. Die sind dann immer aus der rechten rausgelaufen. Und da hat der Agit sehr beweglich agiert, wie ich auch gesagt habe. Er hat sehr beweglich agiert mit seinen Kombinationen, war sehr flexibel und hat die Distanz überbrückt und wieder groß gemacht, wieder klein gemacht. Also der konnte sich gar nicht richtig einstellen. Er hat zwar ein paar Treffer gekriegt, aber die hat er ja auch sehr, sehr gut eingesteckt und weggesteckt. War kein Problem. Man hat gesehen, dass Agit bis auf den Punkt 100% fit war. Geile Arbeit, freut mich für Agit Kabayel, dass der dieses Monster gefällt hat. Und was ich natürlich noch in Erwägung mitziehen möchte, das ist, ich habe noch nie so einen Schwergewichtskampf gesehen, wo so in der letzten Zeit, sagen wir es mal, und vor alle Dinge, wo einer den anderen auf der Leber ausgenockt hat. Und so speziell auf den Körper gegangen ist. Das war so, so geil gearbeitet. Ne? Ich weiß ja nicht, ob der ein Eisenkinn hat oder nicht. Ich habe das mal so beobachtet. Ich meine, ab der zweiten Runde oder dritten, nee, ich glaube, dritte Runde war es, hat Agit den ersten Mal mit einem Aufwärtshaken getroffen. Da war der schon ein bisschen perplex und da war der meiner Meinung, hat er den Punkt getroffen und da wurde er ein bisschen nervös. Und Agit hat ja dann auch sehr, sehr gut agiert, hat ihm auch mal ein recht paar gute Bretter, aber immer sehr, sehr gut strategisch, immer oben, unten, oben, immer schön variabel gearbeitet. Und es freut mich ganz ehrlich, ich habe mir den Kampf angeguckt, sowas von geil durchgezogen. War ein absolut geiler Kampf, freut mich absolut, dass Agit diesen Kampf so dominiert hat. Er hat auch mich überrascht. Aber nichtsdestotrotz, ich habe gesagt, lasst mal die Kirche im Dorf und schaut mal, Agit ist schon ein guter und gebt ihm eine Chance. Viele haben immer das Monster, Monster, Monster. Ich sage immer auch jetzt, der nächste Spruch von mir ist, die, wo groß sind, die fallen tief. Und er ist auch die ganz tief gefallen. Also wie gesagt, von mir die besten Glückwünsche an Agit Kabayel, an das Team, an das Trainerteam, Sükrü, sowie an Enno Werle, das war mal früher mein Manager, der Cutman, ganz bekannter Cutman. Habt ihr ganz tolle Arbeit gemacht, freut mich. Agit, es geht nach oben, hau rein, mach weiter so gute Fights und bleib einfach so, wie du bist. Belle nicht, mach nicht wie andere. Du hast einen eigenen Style, du bist ein eigener Typ. Nur so gewinnst du die Herzen der Zuschauer. Also, das war nochmal die zweite heute Abend nach dem Gashi, was ich rausgebracht habe. Leute, die mich mögen und nicht mögen, ganz, ganz liebe Grüße aus Paraguay. Nochmal mein Ringelide.de Shop. Könnt ihr alles bestellen, Homepage, was Box-Equipment betrifft. Den PC-Service Kleinmann möchte ich nochmal erwähnen. Und Leute, drückt doch einfach mal die Glocke. Ihr seht, schreibt einen Kommentar unten drunter, wie ihr das findet. Ihr seht, ich habe Ahnung. Und wenn man mal ein bisschen, ich bin vielleicht nicht so professionell mit Kameramann oder sonst irgendwie etwas, aber Ahnung. Leute, ganz, ganz liebe Grüße aus Paraguay. Agit Kavajel, 2 Daumen hoch von mir. Ciao, ciao.